The world premiere. The new 911 Targa makes its digital debut. The makers, the design, the innovations, the history. How Porsche reinvented the convertible in the 1960s and established the 911 model with a removable roof. Inspiration and passion. The 911 Targa Heritage Design Edition from the Porsche exclusive Manufaktur. All this in 911 magazine. Porsche steht ganz sicherlich für Performance, aber auch wirklich ikonische Formen, wie zum Beispiel der 911 Targa. The 911 Targa for me and my connection with it goes back all the way to 2014, where I was the champion of the Porsche Grand Prix. Ich glaube, die Welt ist in den letzten Wochen deutlich digitaler geworden und virtueller. Wir nutzen Technologie ganz anders und folgen dem Trend natürlich jetzt auch hier mit dieser Präsentation. I am so excited to see the new 911 Targa and I can't wait to see what the new version looks like. Ich glaube, das wirklich Tolle ist, dass dieses Targa-Konzept es weiterhin gibt. Natürlich profitiert das Auto von seiner Basis, 992-Generation mit Fahrwerk, mit Ansprechverhalten, Lenkung nochmal einen Riesenfortschritt gemacht. Natürlich haben wir die kraftvollen Motoren mit dabei, die sind auf dem neuesten Emissionsstandard, auch das gehört mit dazu. An der Aerodynamik, auch hier wurde viel, viel gefeilt, auch gerade fürs Offenfahren. Offenfahren ist aerodynamisch sehr anspruchsvoll. Die tolle Farbkollektion kommt wieder mit dazu, also das klassische Farben Targa in Indischrot, sensationell, aber auch alle anderen Farben in der Palette stehen dem Auto wirklich ausgesprochen gut. Assistenzsysteme spielen eine immer wichtigere Rolle. InnoDrive finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, weil es sehr prädiktiv fährt, also es nimmt vorweg, was kommt. Damit kann man sehr energieeffizient fahren. Ich persönlich finde, es ist aber auch sehr entspannend. Digitalisierung zieht natürlich auch ins Auto ein und die Grenzen werden immer fließender zwischen den persönlichen, wie es so schön heißt, Devices und dem Fahrzeug. Und das kann natürlich auch der neue 911 Targa, angefangen bei Dingen wie Echtzeitnavigation, also mit Echtzeitverkehrsinformationen, aber eben auch die Nutzung von Streamingdiensten ist möglich, um diesen Übergang und die Nutzung im Fahrzeug eben auch effizient zu machen. Weil wir wissen alle, ein 911 ist schon auch ein alltagstaugliches Auto und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb eben auch ein großer Fortschritt zum digitalen Angebot im Fahrzeug. Fahrzeugentwicklung ist ja eine wirkliche Teamleistung, Multidisziplinen. Ich bin ganz froh, dass ich den Jörg dabei gewinnen konnte, dass er uns jetzt in den Entwicklungsfahrten und Abnahmefahrten immer mit dabei ist. Auch nochmal eine Referenz für Fahrdynamik, wirklich wertvoll, richtig gute Ergänzung in unserem Team. Ich werde wirklich explizites Feedback geben, dass das Schöne an Serienautos, anders als im Motorsport, wo man natürlich über das Reglement sehr eingegrenzt ist, was man machen kann, hat man natürlich in der Serie sehr viele Freiheiten und das ist eine tolle Herausforderung, auf die ich mich auch freue, wenn man da wirklich an vielen Rädern schrauben und drehen kann, um das Auto besser zu machen. Beim 911 Targa freue ich mich ganz besonders, dass es dieses Auto jetzt endlich wieder gibt, dass wir auf den Markt kommen, dass diese Ikone weiterhin Bestandteil des 911-Programms ist. Und für mich ganz persönlich ist er wirklich das schönste 911-Modell, das wir aktuell im Angebot haben. The 911 Targa, still a style icon today. Its unique design emerged from a special set of circumstances. In the early 1960s, a discussion about inadequate safety features in convertibles was underway in the United States. A ban on the sale of convertibles was considered. So Porsche developed a new body type under the direction of Ferdinand Alexander Porsche. Inspired by motorsport, the car was given a roll bar. Other new features included a roof section that could be taken out and stowed in the trunk, as well as a fabric top in the back that continued the silhouette of the 911 Coupe. All that was missing was a name. Und dann kamen wir auf unsere Hausstrecke, die Targa Florio. Und dann haben wir gesagt, Targa Florio, und hat einer meiner Kollegen gesagt, nein, das sagen die Kunden Flori. Und da habe ich gesagt, Moment, dann lassen wir doch einfach das Florio weg. Und so ist der Name Targa dann entstanden.
nicht wissen, dass auf Italienisch Targa Schutzschild heißt. The first series models rolled out of the plant in Zuffenhausen in early 1967. The Targa found fervent admirers from the word go. More than a quarter of all first-generation Porsche 911s were delivered with a silver roll bar. In addition to the folding window, it was fitted with a pane of heatable glass. At the 1969 IAA, Porsche debuted the 914, paving the way for the final breakthrough of the Targa roof. Ultimately, the top-of-the-range 911 Turbo came with the Targa roof. In 1995, the fourth generation of the Targa was fitted with a multi-section, fully electric panoramic roof made of safety glass, which made the roll bar unnecessary. The roll bar made its comeback in the 2014 Targa, and with it, cutting-edge roof technology. It opened in a swift 19 seconds. The first safety convertible became one of the most beautiful sports cars in the world. An icon from the get-go. Grün ist es für mich zeitlos und Zeitlosigkeit ist irgendwie ein Begriff der Wiedererkennbarkeit. Und diese Einzigartigkeit ist das, was auch unsere Kunden antreibt bei ihren individuellen Fahrzeugen, die wir dann als Exclusive Manufaktur mit der besonderen Ausstattung auf die Straße bringen. Das schaffen wir nur, weil wir selbst sehr oft so denken wie unsere Kunden und weil wir Mitarbeiter haben, die auch Leidenschaft haben für das, was sie tun und ihr wichtigstes Werkzeug immer dabei haben. Das macht für mich Porsche aus und das hat sich aus meiner Sicht auch über die Dekaden bewiesen, dass da die richtige Funke von Anfang an da war. Und Gott sei Dank ist die Historie so reichhaltig an ikonischen Mustern, Farben, Materialien. Also es gibt in die Geschichte von Porsche einige solche Stilikonen. Ja, eine der Autos schlechthin, kann man sagen, ist der Porsche 356. Und wenn wir angefangen haben mit diesem Thema Heritage, war es natürlich klar, dass wir uns auch beziehen wollten auf dieses Auto. Das zu nehmen und in ein modernes Fahrzeug zu transportieren, ist nicht ganz so einfach. Denn da haben wir den Anspruch unserer Ingenieure und die moderne Qualität. Und das haben wir hier, glaube ich, ganz gut bewiesen mit der 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Also wenn man natürlich von außen kommt, ist es die besondere Farbe, das Bordeaux-Rot, sozusagen Metallic, was wir eingeführt haben. Aber vor allem die besondere Grafiken, die das Auto natürlich sofort erkennbar machen. Also in diesem Fall nennen wir das die Spears-Graphic. Das kam ja früher auch zum Einsatz in die Rennfahrzeuge. Das war so eine Art von Kriegsbemalung. Ansonsten natürlich viele Details im Interieur, also das Gesamtinstrument auch in schöne Grünfarbe, was ja irgendwie in der Historie so auch verwendet worden ist. Wir haben Logos, die sind überall in Gold ausgeführt. Wir haben natürlich Materialien sogar aus der Zeit, das Kurzhandel wieder eingeführt. Was ich selber auch cool finde, ist, dass wir auch weitergegangen sind als nur das Auto, auch in Accessoires sowie die Uhr dementsprechend passt auch zu den Drehzahlmesser. Und die Formgebung und eben auch die Art und Weise, wie wir die Skalen umgesetzt haben und die Farbe, also coole Kombination. Jetzt haben wir diesen klassischen Look gesehen in dem modernen Auto und jetzt komme ich zurück auf das Coolness-Thema. Hier habe ich in dem modernen Fahrzeug alle Assistenzsysteme, die ich mir als Kunde wünsche. Ich habe das moderne Infotainment. Also ich habe alle Annehmlichkeiten, die ich in einem modernen Fahrzeug erwarte. Ja, mit unseren Heritage-Design-Modellen schaffen wir, glaube ich, auf ganz einzigartige Weise die Kombination aus der hochattraktiven Produktsubstanz der Vergangenheit mit unseren aktuellen hochmodernen Fahrzeugen der Gegenwart, schaffen damit ein individuelles, hochexklusives Angebot, das uns allen so gut gefallen hat, dass wir weiter daran arbeiten werden. Und in dem Sinne freuen wir uns alle schon auf die drei weiteren Heritage-Design-Modelle in der Zukunft. Mehrere Tage Ausführungen, aber die jetzige ist natürlich ja, die eleganteste und beste mit dieser. Sie haben das gesehen, wie das Dach aufgemacht wird, ja, und wie das da elektrisch schließt und so, das ist natürlich super.